Weiter geht's mit Let's Play Call of Duty hier in der schönen Stadt, die angegriffen wurde durch einen Hinterhalt. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass das Ding vielleicht noch ein bisschen glimpflicher vonstatten geht. So, und unsere Freunde sind natürlich da hinten. Wir müssen jetzt hier durch. Ich will in den Raum sehen. Ja, Sir. Streame jetzt auf Ihre HUDs. 10 Schiffe übrig. Die UNSA-Flotte ist erledigt. Artis-Systemzerstörung wird eingeleitet. Alles in Detail. Wir müssen jetzt los! Dann wollen wir mal. Nehmen wir meinen Freund mit hier. Ethan, los! Okay, wen noch? Das ist Ethan, okay. Gut gemacht. Das wollte ich gar nicht. Drück mal die falsche Taste. Bingo, alle Stationen, wiederhole, Bingo! Den Bord ablösen, Gefangenen in Gewahrsam nehmen. Petty Officer, bringen Sie Artis online, da sind noch feindliche Schiffe im Luftraum. Wird gemacht, Admiral. SATO-Truppen richten eine Operationsbasis ein. Gut. Sehen wir uns den Miskar mal an. Er muss verarztet werden. Ich muss gar nichts. Er hat eine Angestellten-ID. Das ist er. Michael Aaron Page, Maschinentechniker im Dienst seit 2 Jahren. SDF-Schläferzelle. Das ist nicht mein Name. Das ist der Name eines Erdennarren. Wie lautet Ihr Name? Commander Akel Menria von der Siedlungsdefensivfront. Wem machen Sie Meldung? Sie begannen einen Krieg. Und ich werde ihn beenden. Artis-Geschütze erfassen jeden Moment feindliche Ziele, Admiral. Danke, Ethan. Gut gemacht. Sie zögern es nur hinaus. Raus mit ihm. Mars in Eterno. Standhalten, Marines! Gib mir 5 Minuten mit diesem Bastard. Salt. So viele unschuldige Reyes. Dann lass uns für sie kämpfen. Okay. Startbereit, Sir. Na los! Alle Stationen, hier SCAR-11. Artis ist wieder unter unserer Kontrolle. Ich wiederhole, wir haben die Kontrolle über Artis. Die Front zieht sich zurück. Radar an Brücke. Lieutenant Sauter und ich brauchen Vögel. Aye, Sir. 3-2 eskortiert Sie zu Ihrer Position. Bestätigt. Dann wollen wir mal. Das ist unser Schlitten, Nathan. Was für ein mieser Anschlag. Aber wir konnten es gerade noch so vereiteln. Ethan, du gehst mit Lieutenant Reyes. Ja, Sir. Jetzt geht's in den Flattermann. Schubfieber. Mach ich. Sieh nur, was sie getan haben, Reyes. Holen wir sie uns, Salt. An alle verfügbaren Flieger. Die Retribution nimmt die Verfolgung auf, aber wir verlieren an Boden. Müssen die Atmosphäre jetzt verlassen. 1-2 bestätigt. Holen wir sie uns. Hier ist die Eclipse. Sind Steuern. Scars, einreihen. Wir gehen rauf. Winkel für Horizontalschub. Volle Kraft. Guten Flug. Mega cool. Nominaler Anstieg. 15.000 km/h, 16, 17, 18, 20. 50.000. Wir nehmen die Verfolgung auf und zeigen es dem Bastarden. Wobei da vielleicht auch noch ein Dreher in der Geschichte ist. Irgendwas, was nicht ganz so scheint, wie es scheint. Es ist. Vektor 10 Stunden, 16 Minuten. Feuer frei, Feuer frei. Siehst du das auch, Reyes? Positiv. Wir kriegen Besuch. Nichts wie rein da. Verstanden. Alles klar, die nächsten Zerstörer angreifen. Mega. Jetzt geht's erstmal in den Weltraum, oder was? Rakete nähert sich. Wärmelenkgeschosse. Täuschkörper raus. Die starten Skelter. Das war knapp. Hier ist der Bastard. Okay, der Weltraumkampf beginnt.
Wer ist das, du Drecksack? Den hole ich mir. Oder auch nicht. Boah, nice. Das ist richtig cool gemacht. Ah, fuck. Ist ganz schön Finger am Fliegen. Und ich bin jetzt auch nicht so der Flugsimulator-Freak, wisst ihr ja. Aber den hole ich mir, den hole ich mir. Wow, ich darf nicht hin. Boah, ist das schon wieder ein Kram? Das gibt's ja gar nicht. Muss ein bisschen mehr Abstand gewinnen. Jetzt aber, komm. Nochmal, komm. Komm schon, das kann ja wohl nicht wahr sein. Der Typ entkommt die ganze Zeit, das kann nicht wahr sein. Jetzt aber. Yeah! So langsam komme ich rein. Sorry. Ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Nein, den Typen mit einem G ab hier. So. Einfacher. Oh, shit. Ziel auf 12 Uhr. Wow. Ganz schön wendige Teile, aber. Sehr schön. Okay, wo haben wir den Kopf? Direkter Beschuss auf den feindlichen Zerstörer! Bestätigt! Griff an! Die Kanonen benutzen Rays! Luftverteidigung! Ausschalten! Verstanden! Boah, diese Kanonen geben mir auch Vollgas. So, mal rein damit. Die schwingen das Flugzeug richtig zurück, also den Raumgleiter. Kanonenwechsel. Und nochmal rein damit. Yeah. Vorsicht, der ganze Müll mal. Yeah. Oh, das war knapp. Yeah. Was ein Feuerwerk. Ziel erledigt. Gut geschossen. Geschwader, hier ist K-11. Zur Retribution zurückkehren. Es geht zurück zur Basis. Bestätigt. 3-4 zurück zur Basis. 3-6 zurück zur Basis. Wir tanken auf und schnappen uns diese Typen. Wir sollten zurück zum Schiff, Lieutenant. Absolut. Zurück zur Retribution. So, muss man erstmal reinkommen? Ein bisschen ungewohnte Steuerung. Mal einen kleinen Titscher gemacht. Was ist denn hier los? Nähern Sie sich wieder der Landebahn? Sieht aber sehr verlassen aus, die Retribution. Landen Sie auf der Retribution. Habe ich doch gerade gemacht, den kleinen Titscher. Komm, jetzt seid mal nicht so. Ne? Scheiße, was ist das? Scars, sämtlichen Beschuss auf diesen Superträger konzentrieren! Boah! Verstanden! Ethan, du fliegst, ich schieße! Hier spricht Admiral Salem Koch von der Unruf Mond. Ihr seid besiegt. Tod ist keine Schande! Täuschkörper abgeworfen! Ja, Mann! Und nochmal drauf da. Gegenmaßnahmen raus!
Opfer! Die halbe Flotte ist offline! Retribution, Rückzug, Rückzug! Retribution geht auf Anfangkurs für taktische Kollision! Sie rammen das Schiff! Kollision nicht ausführen! Befehl des Kettens 1-1, Einschlag steht bevor! Stationen! Retribution ist in Schwierigkeiten! Beschuss auf Superträger konzentriert! Dranbleiben! Boah, verdammt! Was für eine Action ist das mit dir? Alle Stationen, Achtung! Feind hat sich zurückgezogen. Einsatzbereich sicher. Die Olympus hat die Flotte übel zugerichtet. Zurück zur Basis. Flieg zur Retribution. Führ uns rein. Verstanden. Retribution, Scar 1 erbittet Landeerlaubnis. Bestätigt. Landeerlaubnis erteilt. Landebahn 2. Eingerastet. Wir übernehmen ab hier. Charlie Delta bestätigt. Was für eine Nummer, ey. Richtige, volle Ladung Action am Weltraum. Mega inszeniert. Ich bin 1, mega überrascht. Retribution! Was zum Teufel ist da passiert, Gator? Mehrere Verletzte beim Crash-Manöver, Sir. Ich brauche hier drüben eine Trage. Lieutenant Reyes, wir brauchen Sie hier oben, sofort! Brücke, Ende! Ist das angekommen, Salt? Ja. Boah, Junge. Das war wirklich die volle Ladung. Und ich muss sagen, die Story kommt auch recht cool rein. Wir haben große Probleme, Reyes. Salt, alles okay? Positiv, bei dir? Noch da, Ethan? Ausgezeichnet, Sir. Gibson, holen Sie uns hier raus. Versuch's 1-2, die Leinen sind gerissen. Okay, Sie haben wieder Luft, Lieutenants. Bestätigt. Wir haben Sie, Sir. Verdammt gut, Sie zu sehen, Reyes. Klus, helfen Sie ihm. Der Jekyll muss zur Wartung, pronto. Ja, Ma'am. Hab meine Überdosis Ärger, Sir. Petty Officer First Class Ethan, das ist Gibson, Airboss der Red. Willkommen auf der Red. Was davon übrig ist. Was hat Alder sich nur gedacht? Feuer. Strategische Manöver liegen oberhalb meiner Sonnenstufe, Lieutenant. Sagen Sie der Brücke, dass wir raufkommen, um Captain Alder zu sehen. Die Brücke ist seit dem Angriff abgeriegelt. Ethan, bleib bei Gibson. Tu, was sie sagt. Verstanden. Wie sieht's aus, Boss? Wie viele sind zurück? Scar 2 sind im Netz. Ansonsten nur sie. Verdammter Mist! Sieh dir das an. Reden wir mal mit dem Captain. Wir opfern nicht die Crew, wenn wir überrannt werden. Gehen wir zur Brücke. Ich brauche hier eine Injektion. Alle Divisionsoffiziere auf die Brücke. Wiederhole. Alle Divisionsoffiziere auf die Brücke. Scheiße! Sie haben uns. Ich hätte ihn mir schnappen. Sie haben uns. Ein Captain schützt seine Leute, Salt. Notfalls durch Rückzug. Alle Divisionsoffiziere auf die Brücke. Wiederhole. Alle Divisionsoffiziere auf die Brücke. Das heißt, Sie und Ihr Scar-Team haben denen gut zugesetzt. Wir haben alles gegeben, auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir erstmal hier durch. Was hat der Captain sich dabei gedacht? Okay. Ein kleiner Skandal in Militärkreisen. Oh, da muss ich nochmal drücken. Und damit. Und nochmal, komm. Zack, und nochmal hier. Jetzt aber. Ich helfe Ihnen, Lieutenant. Staff-Sergeant-Nummer. Keine leichte Entscheidung für Ihren Captain. Kostete uns gute Männer. Hätte nicht passieren dürfen. Nicht so. Bei allem Respekt, Lieutenant. Es war seine Pflicht. Der Feind zog sich zurück. Der Captain muss seine Männer nach Hause bringen, Staff Sergeant. Nicht immer, Lieutenant. Nicht immer. Platz machen für den Captain. Wo ist der Boat? Wo ist Captain Alder? Gleich hier, Sir. Gator. Der Captain ist tot. Mit dem Schiff untergegangen. Erster Offizier? Lebt auch nicht mehr, Ma'am. Eine Folge der Kollision? Ja, Sir. Wer hat das Kommando, Gator? Als ranghöchster Offizier an Bord sind Sie das wohl, Sir. Zerstörer Tigris dockt Shuttle an und will an Bord. Verstanden. Was ist mit dem Radar? Dreht sich noch, Sir. Die Raven-Transporter zur Evakuierung. Ich will die Gefallenen abtransportieren. Sprungoffizier, machen Sie uns schnellstmöglich flugtüchtig. Roger, Technikerin McCallum ist auf dem Weg.
Staff Sergeant, können wir auf Ihre Hilfe zählen? Was auch immer Sie brauchen, Lieutenant. Salt, kommst du mit? Natürlich. Gator, kontaktieren Sie den Admiral. Roger, komm Offizier, Stratcom Admiral Rains. Roger. Tigris Captain am Deck. Captain Farron, Lieutenant, wer hat das Kommando? Lieutenant Reyes, SCAR-Teamleiter. Captain, Ihr Schiff und die Crew? Intakt. Sir, Admiral Rains ist in der Leitung. Durchstellen. Captain Farron, Ladies, Gentlemen, schön Sie zu sehen. Sir. Ich möchte den Ernst unserer Lage klarstellen. Wir befinden uns im Krieg mit der Siedlungsdefensivfront. Dank Captain Alders Gewalteinsatz konnten wir den Feind zurückdrängen. Im Moment sind die Tigris und die Retribution die einzigen operativen Schiffe. Unser Ziel wird es sein, der Erde Zeit zu verschaffen, während wir die Flotte aufbauen. Verdammten Admiral, Tigris einsatzbereit. Der heutige Angriff galt nicht bloß Genf. Die SDF führte gleichzeitig einen Angriff auf den Mondportalhafen und die Frachtterminals empfangen wichtige Fracht für den Wiederaufbau. Wir müssen ihn zurückerobern. Lieutenant Reyes, ich befördere Sie hiermit zum Commander. Sie sind ab sofort der Captain der Retribution. Verstanden, Admiral. Wehren Sie den Feind ab. Viel Glück, Captains. Rains Ende. Wir haben kein Geschwader. Dann gehen wir ohne. So machen wir das bei der Infanterie, Lieutenant. Wir bringen die Marines mit der Retribution rein. Ich überwache alles von der Tigris. Dann an die Arbeit, Captain Reyes. Bleiben Sie wachsam. Sie alle. Sie auch, Captain. Das wird keine leichte Aufgabe, Captain. Wir haben nur wenige Soldaten und Waffen. Lieutenant Salter und ich kommen mit Ihnen. Das ist ein Bodenangriff. Der Captain gehört auf die Brücke. Nicht dieser Captain. Nicht heute. Die Marines voraus. Sie kommen mit uns und genießen die Aussicht. Treffen auf dem Tiefdeck in 5, Staff Sergeant. Okay. Legen Sie los, Gator. Mondportal. Aye, Sir. Setze Kurs. Meldung, wenn bereit, Captain. Commander Reyes. Captain Alders Dienstbüro gehört nun Ihnen. Seine Dinge sind aber noch immer am Platz. Danke, Boats. Für den unbeugsamen Captain John Alder. Der Captain ist tot. Lang lebe der Captain. Hey, Nick. Ja? Du schaffst das. Du bist unser bester Mann. So viel Lob von dir, Nora? Hast du dir verdient. Nimm dir einen Moment. Ja, das wollen wir mal tun. Einmal ein bisschen abschalten. Kurz ein bisschen Luft schnappen. War ja schon Action hier, liegt auch die Gitarre schon umgekippt auf dem Boden. Ein Fußball, was haben wir denn hier noch alles? Und ich muss ja sagen, der erste Eindruck vom Spiel ist echt cool. Und jetzt sind wir Captain der Retribution, liebe Freunde. Was geht ab? Wir haben unser eigenes Schiff unter Kontrolle. Was ich manchmal ein bisschen übertrieben finde, ist dieses super Militärgehabe. Naja, Tafel mit gesuchten Primärzielen. Aha, Saelin Koch, Rangadmiral. Ja, das ist der Jon Snow, bekannt aus Game of Thrones. Und da muss man sagen, das ist ein richtiger Miesepeter. Aki Minria, den kennen wir auch. Oh, und die sind auch alle gönn hier dazu. Da werden wir noch sicherlich einiges zu tun haben, bis wir die dann aushebeln können hier in den nächsten Folgen von diesem schönen Spiel. Da wollte ich gar nicht hin. Ja, und jetzt schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Hier haben wir auch noch einen Computer, den können wir auch noch aktivieren. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nee, eine schöne Couch. Also intakt ist das Spiel nicht mehr, das Schiff nicht mehr. Und die probieren das schon zu reparieren, die Jungs, scheinbar. Gibt schönere Jobs. Schauen wir uns mal den Computer näher an. Waffenkammerkontrolle. Cool. Salter Disziplinarprüfung und das sind, was sind das denn jetzt? Die Schusswaffenbehörde war überraschend da. Wusste ich gar nicht. Unsere geschäftigen russischen Brüder betreiben ein kleines Import-Export-Geschäft mit ihren Freunden aus Kanada. Eishockeyspiel gegen Militärausrüstung oder so. Illegal. Und wie? Die Marine hat die Behörden informiert. Flottenweite Inspektion, ganz große Nummer. Sie durchsuchen hier alles? Sie waren vor 5 Minuten hier, haben kurz auf das Inventar geschaut und ich habe Ihren Abzug auf 5 Pfund eingestellt. Haben mir einen Hut gegeben. Nett.
Waffen, Alkohol, Tabak. Es gab mal eine Zeit, da bekam man Whisky, Zigaretten und einen Colt im Supermarkt im gleichen Gang. Die guten alten Zeiten. Noch so ein Zeichen, dass ich zu spät geboren wurde. Bliebe im Wilden Westen? Der Wilde Osten, China im 9. Jahrhundert, Tang-Dynastie, Erfindung des Schießpulvers. Da gehöre ich hin. Da kennt sich jemand mit Geschichte aus. 6. Klasse, Buchvorstellung bei Miss Trillscott. Die war mal so richtig streng, hatte aber andere Qualitäten. Konnte den Unterricht kaum erwarten. Was gab's denn für eine Note? 3-, absichtlich mit Bleistift geschrieben. Das hat sofort eine Stunde Nachsitzen bei Miss Trillscott gegeben. Mission erfüllt. Ich mochte die Schule. 6 Stunden am Tag immer die gleichen Anweisungen. Das kenne ich. Im Gleichschritt marschieren, gleich anziehen und den Regeln folgen. Ein wenig Struktur und Gruppenmentalität wirken Wunder. Soldaten sind keine Schafe. Überhaupt nicht. Aber jede Maschine hat Räder, Federn, Bolzen, Spulen. Alleine völlig harmlos. Aber an der richtigen Stelle eingesetzt. Und schon hat man etwas Starkes und Präzises. Das sind keine Schafe. Miss Trillscott war eine gute Lehrerin. Was die Feinheiten der Kriegsführung betrifft, bin ich natürlich überfragt, Lieutenant. Aber ich soll verdammt sein, wenn wir nicht etwas Trost in der Schönheit einer Waffe oder einer Lehrerin finden. Naja. Hier können wir noch die Salter-Disziplinarprüfung uns reinziehen. Okay, bereit für den großen Tanz? Aber immer doch, Fliegers. Okay, also Admiral Rains, ein sehr weiser Mann, hat angeordnet, dass... Wirst du jetzt etwa zum Schleimer? Du schleimst dich ein. Das ist die Navy, also sehr wässriger Schleim. Darf ich fortfahren? Bitte. Vielen Dank. Im Zuge des vom Admiral erlassenen progressiven Kommandodekrets beinhaltet unser Evaluationsprozess ein Interview durch einen Truppkameraden lateralen Ranges. In diesem Fall meine Wenigkeit. Ich weise darauf hin, dass auch ich mein Gespräch mit dir aufzeichnen werde. Also sieh dich vor und benimm dich, Lieutenant. Verstanden. Sprechen wir über deinen disziplinarischen Bericht. Lieber nicht. Es steht auf der Liste, Salt. Also gut. Es gab Probleme mit Major Kenny. Major Kenny war ein elender Angeber, den man ins Gehirn geschissen hat. Und seine Frau war eine eingebildete Schlampe. Oh Mann, das werde ich rausschneiden müssen. Mach's halt. Nun, erzähl uns einfach die Schlampenscheiße-Geschichte, um zivilisiert zu bleiben. Ja, das wirst du rausschneiden müssen. Ich weiß. Gut. Ich höre, wie dieser Kerl in der Bar erzählt, dass er den Rekord fürs Tieffliegen hält und unter Schlangenscheiße durchfliegen kann. Also mische ich mich ein. Natürlich tust du das. Und ich sage ihm, dass er den Rekord fürs Tieffliegen höchstens einstellen kann. Weil man am Ende nur landet. Bingo. Ich sehe den Kerl dann am nächsten Morgen auf dem Weg zum Transporter und sage, Guten Morgen, Schlangenscheiße. Und er antwortet, es heißt Major Schlangenscheiße, Lieutenant Salter. Und das war Major Kenny. Ganz genau. Wir kamen fortan nie miteinander aus. Du bist im Tiefflug über den Garten seines Hauses in San Anselmo geflogen, während seine Frau den Club der Offiziersfrauen empfing, Salt. Ich wollte nur selbst das Tieffliegen üben. Es muss wohl ziemlich viel Chaos angerichtet haben. Du hast die Fluglizenz verloren. Mehrmals. Als der Major sich zur Ruhe setzte, unterzeichnete er noch das Gesuch nach meinem Distinguished Flying Cross. Er ist wohl drüber hinweggekommen. Wieso sollte man dich wieder ranlassen? Ich habe alles, was man braucht. Kann Risiken einschätzen. Mein Multitasking ist einfach... unschlagbar. Und ich hole das Maximum aus mir und der Ausrüstung raus. Wenn es brennt, komme ich zum Löschen. Das ist mal klar. Ich habe keine Einwände. Auch besser so. Na schön. Ich glaube, ich bin hier fertig. Okay, Reyes. Jetzt du. Ich bin nicht so nett wie du. Verstanden, Fieber. Kommt da noch was? Geht da noch ein bisschen? Zeige ich euch noch die andere Audiospur, dieses Logbuch in dieser Episode. Ist da vielleicht ein kleines Gimmick, aber scheint nicht so, es läuft nur noch aus. Und das war's dann, wohl oder übel. Erzählen wir uns das hier noch rein. Täuschen mich meine Augen oder ist dein Jekyll-Piloten aus auf meiner Brücke? Ich wollte immer mal sehen, wie die anderen leben. Also, was beschert mir das Vergnügen? Ich schau nur mal so vorbei, Gator. Quatsch, sie schnüffeln hier für 8 hochqualifizierte Piloten rum, die sich hier oben nie blicken lassen würden. Ich bin auf einer Mission. Ich wusste es. Lassen Sie mich raten. Operation, warum war der Admiral an Bord, oder? Ich wusste gar nicht, dass der Admiral hier ist. Captain Alder und die Hälfte von Stratcom haben ihr 2-Martini-Frühstück beendet, um alles zu besprechen. Da stimmt was nicht. Warum Sie? Münzwurf. Das glaube ich nicht. Das ist Ihre Staffel. Die Leute blicken zu Ihnen auf.
Wenn Sie sitzen und ich stehe vielleicht. Also, was haben Sie für mich, was so wichtig ist? Diese Bilder hier kamen heute Morgen von Captain Alder. Entdeckt von einem Verteidigungsspektroskop. Tiefenscan. Ist absolut riesig. Heilige Scheiße. Sind 300 Meter Länge, vielleicht 50 breit. Ein riesiges Feindschiff. Wird schwierig, damit einen Parkplatz zu finden. Ich werde langsam kribbelig. Wenn Gott die Marine auf festem Boden gewollt hätte, wäre der Himmel braun. Piloten sind keine Fußgänger. Bisher ist noch niemand mit dem Himmel zusammengestoßen. Auch wenn die Retribution manchmal schon etwas sperrig ist. Meinen Sie, sie brechen die Feierlichkeiten ab? Wegen eines verschwommenen Bildes? Ja, klar. Die haben auch die Evolution nicht wegen Nessie abgesagt. Bei der Sache stehen viel Konfetti und jede Menge Stolz auf dem Spiel. Die Show muss weitergehen. Ich wäre aber lieber auf Patrouille. Ja, das sehe ich auch so, aber das bleibt unter uns. Ich verrate Sie. Denken Sie daran, dass ich die Hangartore von hier oben steuern kann. Diese plasmasphärischen Winde sind ziemlich nervig, falls man mal ausgesperrt wird. Dann hetze ich Ihnen Sort auf den Hals. Der Nuklearschlag mit Pferdeschwanz. Danke für die Information, Gator. Beehren Sie uns bald wieder. Na, da hat man sowas reingezogen hier. Was haben wir da noch? Wachsende Bedrohung. Och Gott, da gibt's ja noch viel, viel mehr Logbücher. Personalakten und was weiß ich was. Ist ja schon interessant gemacht. Das kippe ich aber mal so durch. Wer die lesen will, der kann sich das jetzt noch mit Pause drücken durchlesen alles. Das gehe ich jetzt in dieser Folge natürlich nochmal ein. Der Gator. So, einfach Pause drücken und dann findet ihr da jede Menge Informationen über diese Person. Und das Schöne ist, ihr könnt auf 1080p schalten und dann ist die Qualität auch so gut, dass man das eigentlich ganz gut lesen kann. Boah, da können wir jetzt tausende Stunden lesen, theoretisch. Das ist echt der Wahnsinn. Aber eine ganz coole Sache, um auch hier mal noch ein paar Hintergrunddetails zu diesem Game zu erfahren. Für den einen oder anderen ist es jetzt vielleicht nicht so interessant, aber dafür geht es ja auch in der nächsten Folge weiter. Da ist die wachsende Bedrohung und hier die Operation Schwarzer Himmel. So, das wären die Einsatzberichte gewesen. Ich würde sagen, das reicht dann auch. Haben wir uns an dem Computer mal ein bisschen zu schaffen gemacht. Und dann geht's in der nächsten Episode dann wohl wieder auf die Brücke der Retribution, dieses schönen Raumschiffes. Und dann bin ich mal gespannt, was das All für uns bereithält. Bis dahin!